So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der mit Sicherheit zur Top-Garde der deutschen Comedy-Stars gehört. Richtig. Und heute für Sie hier aufspielen möchte, begrüßen Sie recht herzlich Johann König. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name heißt Johann König. Ich darf hier heute Abend auch mitmachen. Ich bin Entertainer im Bereich Humor. Ich komme aus Köln und eins sage ich euch schon mal hier gleich zu Beginn, damit ihr Bescheid wisst. Es ist so, ich habe heute Abend, ich habe so richtig Bock. Also ganz im Ernst, ich habe richtig Lust, jetzt hier was zu machen. Ich habe schon heute Morgen beim Aufwachen, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, heute musst du wieder arbeiten. Ja, das Programm, aus dem ich euch jetzt hier was vormachen möchte, heißt Ohne Proben nach oben. Punkt. Ja, der Programmtitel ist allerdings variabel. Vor kurzem hatte ich einen Auftritt im Osten, also in der DDR. Also in der heutigen DDR. Und da hieß das Programm dann Ohne Üben nach drüben. So, ja, pass auf. Und der Regisseur, den ich für dieses Programm hier benutzt habe, das ist mein Bruder Horst Kevin. Horst Kevin König, was will man machen? Er hat sich das alles mal angeschaut, ja, und danach hat er dann mich angeschaut und dann hat er zu mir gesagt, Johann, wichtig ist, dass es dir gefällt. Aber lass mich mit so einem Quatsch in Ruhe. Ja, was ja heute sehr modern ist gerade, habe ich festgestellt, sind Tätowierungen, gerade auch bei jungen Leuten. Junge Leute lassen sich oft japanische Schriftzeichen in die Haut brutzeln. Ich kannte mal eine Frau, die wollte sich die Worte Wahrheit und Erkenntnis auf ihre Brüste tätowieren lassen. Also Wahrheit auf die eine und Erkenntnis auf die andere, auf Japanisch. Und der Tätowateur, der wusste aber nicht, was das heißt auf Japanisch. Und dann hat, er der Einfachheit halber, hat er dann Salz und Pfeffer draufgeschrieben. Ich schmeiß mich weg. So, ich habe euch jetzt noch ein kleines Gedicht mitgebracht, das ich euch jetzt vortragen möchte. Es ist ein Gedicht geworden zum Zuhören. Ich möchte euch auch bitten, bei dem Gedicht genau zuzuhören. Ich werde vielleicht nach dem Gedicht ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was hat der Autor für eine Intention? Oder zum Beispiel, was hat der Autor... Was hat der Autor eigentlich genommen? Und wo kriege ich das? So, und wer nachher alle Fragen richtig beantworten kann, der kann sich dann auch nachher mit mir nach der Show in der Garderobe noch einen Preis angucken. Der natürlich weiterhin mir gehört.
Gibt auch noch Zusatzfragen, dann können wir den Preis auch mal kurz anfassen. Pfui. Das war pfui. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst eskaliere ich gleich. So, es ist ein Gedicht über eine Hummel. Die Hummel war ja Tier des Jahres, 1973. So, und ich fange oben an und ja, und dann geht es bis nach unten. Die Hummel. Es war mal eine Hummel, die flog zum Überwintern in meines Freundes Tunnel, sprich in seinen Hintern. Den hatte sie genau getroffen, denn sein Arsch war meistens offen. Und im Sommer, ei der Daus, flog sie stinkend wieder raus. Das kennt vielleicht einige, das Sprichwort, Hummeln im Hintern haben. Oder wenn man sagt, er hat doch den Arsch offen. Sie stank ihr Leben lang nach meines Freundes Tunnel, die dicke, dumme Hummel. Dankeschön, tschüss. Johann König, das ist die aktuelle CD. Ach nö. Und auf Tour ist der König auch noch. Alles dazu unter www.johannkönig.de. Johann König, vielen Dank.